Erstmal eine Nachricht an alle Presseleute, die da sind. Ich werde jetzt einen Vergleich machen. Und ich bitte euch, Presseleute, verreißt mir bitte den Vergleich nicht. Ein Vergleich hinkt immer. Vor 500 Jahren stand einer in Worms und hat einen Spruch gebracht, den wir alle heute noch kennen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das war Martin Luther. Was haben wir damit gemeinsam? Wir stehen hier und wir können nicht anders. Ich fahre seit 40 Jahren Motorrad und ich lasse mir das von keinem Politiker nehmen. Punkt. Ja, wir haben auch Leute dabei, die sich nicht unbedingt an alles halten. Jo, ist so. Da hat Martin Luther geschrieben, ja, Freiheit, aber auch Respekt vor dem anderen. Ich kann Leute verstehen, die morgens anfangen zu hören, wie ein Reiskocher den Würgauer Berg hochbrettert und wieder runterbrettert und wieder hochbrettert und wieder runterbrettert. Dann hört er ab und zu mal Martinson. Das macht nicht viel Sinn. Wenn er reisen will, wenn er schnell fahren will, wenn er laut sein will, geht bitte auf die Rennstrecke. Es passieren momentan so viele Unfälle. Wir wissen und wir haben gesehen, dass es jetzt am Anfang von der Saison schon wieder so viele Tote gegeben hat. Wir selber haben einen Club, der von einem Auto abgeschossen worden ist vor 3 Wochen. Wir sind da ein schwächeres Glied. Aber was wir festgestellt haben, wir brauchen untereinander Leute, mit denen wir reden können. Wir von den Ambassadors sind solche Organisationen, mit denen ihr reden könnt, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Wenn ihr irgendwann was zum Quatschen braucht, weil euer Bruder gegen die Wand gefahren ist oder gegen die Wand gedrückt worden ist oder abgeschossen worden ist oder was immer. Wir sind da, ihr könnt mit uns reden. Und wir festgestellt haben, wir haben eine Verbindung zu jemandem, der ist Jesus Christus. Der hat eine Antwort auf das, was im Leben passiert. Den kenne ich seit über 30 Jahren. Ich habe noch keinen Tag bereut. Und wir brauchen diese Verbindung zu Gott, um Moped fahren zu können. An seinem Segen ist alles gelegen. Und gerade am Anfang der Saison möchte ich genau dafür beten. An die Hinterbliebenen auch schon denken, die Leute verloren haben, weil sie einen Motorradunfall hatten. Aber auch darum bitten, dass diejenigen, die im Krankenhaus liegen, oder sich rumschleppen im Rollstuhl, wirklich auch Heilung erfahren. Jesus hat vor 2000 Jahren geheilt, er hat heute geheilt oder heilt heute auch noch. Wenn nicht, würde ich im Rollstuhl sitzen oder können wir gerne mal unter 4 Augen drüber reden. Ich möchte einfach beten, derjenige, der mitbeten will, tut es einfach in der Art und Weise, wie ihr es wollt. Für den, dem es nichts ist, erlöscht die Freiheit. Aber es schadet nicht. Jesus, ich möchte einfach danken für die Möglichkeit, Motorrad zu fahren, dass du Leuten Ideen gegeben hast, einen Bock zu bauen, Motoren zu bauen und dass du eine Landschaft geschaffen hast, die wir genießen können. Du siehst, wie momentan schon in dieser jungen Saison einige von uns gegangen sind und die Hinterbliebenen. Vater, ich bitte, dass du den Hinterbliebenen Kraft gibst, Stärke gibst in der Situation und auch Trost, wenn ihre Lieben tot sind. Ich bitte dich aber auch für die, die verletzt sind, die krank sind, die im Rollstuhl sitzen, die vielleicht nie wieder laufen können. Vater, dass du ihnen genauso begegnest und sie siehst, dass du Trost für sie spenden kannst. Ich bitte, dass du ihren Menschen in ihr Leben reinstellst, wo sie wirklich sagen können, hey, der hat mir weitergeholfen. Vater, ich möchte dich für uns bitten, dass du uns bewahrst auf der ganzen Fahrerei, auf dem, was wir sehen wollen von deiner Schöpfung. Jesus, ich möchte dir danken, dass du mit jedem von uns mitgehen möchtest und dabei sein möchtest. Vater, aber einfach Dank dafür, dass du das wirklich tun kannst und dass du uns wirklich segnest. Das segne ich auch jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.